stehen im Zentrum des Geschehens. Mortimer, genannt Mo, und seine Tochter Maggie. Was sie verbindet, ist die Liebe zu Büchern und zum Lesen. Was Maggie lange Zeit aber nicht ahnt, ihr Vater hat eine besondere Gabe. Das siebte Kapitel. Dann passiert es. Mo ist Buchbinder, aber darüber hinaus ist er auch eine Zauberzunge. Das bedeutet, er hat die Gabe, aus Büchern Menschen herauszulesen. Und leider Gottes sind ihm vor allem böse Figuren in unsere aktuelle Welt rausgeflutscht, nämlich Buster und Capricorn. Und Staubfinger, der jetzt nicht unbedingt zu den Bösen gehört, aber auch den dringenden Wunsch hat, zurückzukommen. Und diese Figuren sind jetzt in unserer Welt und treiben da ihr Unwesen. Staubfinger, was machst du hier, du Verräter? Er hatte sich diese Figuren zuvor erdacht und zu Papier gebracht. Fenolio ist der Autor, aus dessen fiktiver Feder das namensgebende Buch im Buch entspringt, getauft auf den Titel Tintenherz. In Wirklichkeit geschrieben hat die Geschichte die Kinderbuchautorin Cornelia Funke, deren gleichlautender Fantasy-Roman vor 20 Jahren zum Bestseller wurde. Das, was im Buch Thema ist, dieses gedruckte Wort lebendig werden zu lassen, Figuren vom Papier ins Leben zu holen. Das ist ja was, was wir am Theater jeden Tag machen. Wir haben einen gedruckten Text und wir bringen den zum Leben und bringen es auf die Bühne und bringen Leben rein. Und auch deswegen ist es als Theaterstück, fanden wir, prädestiniert. 2008 wurde der Roman von Hollywood verfilmt. Die Geschichte, die Funke mit Tintenherz erzählt, ist anspruchsvoll und bisweilen auch düster. Empfohlen wird der Stoff ursprünglich Kindern ab 12. Für die Inszenierung als Familienstück haben die Verantwortlichen am Theater Pforzheim daher eine eigene Fassung geschrieben. Es hat immer noch gruselige Elemente. Ein Märchen braucht Bösewichter und es braucht die Guten, die gegen die Bösen kämpfen. Das ist auch nach wie vor so. Aber es ist von der Handlung sehr, sehr, sehr viel klarer, weil kompakter. Und ja, wir haben den Fokus mehr auf die Magie gelegt als auf das Gruselige. Aber Sie müssen mir helfen! Ein zentrales Motiv, das die Handlung vorantreibt, ist die Sehnsucht Maggies nach ihrer verschwundenen Mutter. Was mit dieser passiert ist, nur so viel sei an dieser Stelle schon mal verraten. Maggie ist ohne ihre Mutter aufgewachsen. Ihr Vater Mo möchte natürlich seine Frau wieder zurückbekommen und ist auch da auf der Suche nach einem Weg, das hinzubekommen. Untermalt wird das Geschehen auf der Bühne durch die von Philipp Werner komponierte Musik, der als Tenor am Theater Pforzheim zum festen Ensemble gehört. Und sein schwarzes Herz stand. Das ist Musik, die sehr atmosphärisch ist, die Emotionen aufgreift und auch die verschiedenen Settings, die verschiedenen Räume und auch die Musik verzaubert. In Summe dürfen sich die Besucher auf ein Stück freuen, das sie verzaubert. Die Möglichkeit dazu gibt es ab diesem Mittwoch, den 15. November. Dann feiert Tintenherz Premiere am Theater Pforzheim. Vielleicht lese ich dir aus diesem Buch